Hallo ihr Lieben, hallo, willkommen im Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute etwas sehr Kleines, man sieht es kaum, aber es ist da. Tönton! Das ist ein ziemlich cooles Stichspiel, was wir auf der Boardgame Cruise kennengelernt haben. Und zwar hat der liebe Friedemann das dabei gehabt und der wusste, dass wir Stichspielfans sind und wollte uns das unbedingt zeigen. Es ist wirklich gut. Und wir waren so hart angefixt von diesem Spiel, dass ich mich dann hingesetzt habe, recherchiert habe, wo man es bekommt. Und außer in Asien, wo es herkommt, sieht man gleich an dieser Wikinger-Optik, ja. außer in Asien, da wo es ursprünglich herkommt, gibt es nur noch einen europäischen Verlag, der das halt lokalisiert hat. Das sind Spanier. Mercurio. Die habe ich angeschrieben und habe gesagt, sagt mal, ihr habt doch Tönchen auf den europäischen Markt gebracht. Habt ihr denn da noch welche von? Und die so, ja, ja, klar, wie viel willst du denn haben? Ne, dann habe ich 20 bestellt. Ich glaube, 3 haben wir noch. Der Rest ist schon verkauft. Also das ist, jeder, der, dem wir das bisher gezeigt haben, war so, ja, klar, nehme ich mit, weil es halt klein, fein, nicht so teuer und einfach cool ist. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Format der Karten. Ja, ja, klar. Ich meine, mehr passt ja auch in so eine Schachtel nicht rein. Ne? Die ist halt schon auch... Aber es ist ganz... Man kommt relativ schnell damit klar. Ich mag das Kartenformat. Ich habe halt auch kleine Hände. Ich finde es richtig cool. Mischen ist gewöhnungsbedürftig. Sehr, ja, also, aber auch das, nach einer Zeit wird man deutlich besser daran, diese Karten zu mischen. Ja. Und so wie geht es? Es ist ein Stichspiel. Hey! Aber es hat ein paar spezielle Regeln. Zum einen... Was wollen wir haben? Wir wollen Stiche haben, aber diese Stiche werden uns Punkte geben. Nicht pro Stich ein Punkt, sondern der Stich selber wird aufgeteilt. Wir machen jetzt einfach mal eine Proberunde. Und wir legen aber vorher fest, ob wir viele oder wenig oder was. Genau, das machen wir jetzt. Können wir zeigen. Man spielt 3 Runden und diese Rundenmarker oder Karten werden gemischt. Und wir haben jetzt eine Runde, in der wir nicht 9 oder mehr Punkte sammeln wollen. Also Punkte auf Karten. Das heißt, das ist die, ich sage immer, die Pfui-Bach-Zone. Also 9 oder mehr wollen wir nicht. Das heißt, die Stiche, die wir bekommen, sollten nicht zu viele Punkte wert sein. Was sie an Punkten wert sind, sehen wir gleich. Es geht erst ab 3 Spielern, deswegen spielt Udo mit. Udo ist unser 3. Spieler und der kommt mit einer roten 5 raus. Man muss bedienen bei dem Spiel. Und wenn man nicht kann, darf man natürlich irgendwas anderes spielen. Genau. Trumpf gibt es nicht. Das stimmt. Wir wollen ja nicht so viele Punkte, also maximal 8. Und gleich beim ersten Stich da reinzugehen, kann man machen, muss man aber nicht. Ich spiele jetzt erstmal diese 4 aus, die auf jeden Fall kleiner ist als diese 5. Silke kann nämlich nicht bedienen. Genau, ich habe kein Rot. Ich spiele eine 6 und eine 6 hat eine Sonderregel. Also nicht nur habe ich jetzt einfach die höchste Karte im Stich und gewinne ihn damit, sondern wir sammeln ja nicht nur Punkte während des Spiels, also es geht um Werte, die wir erreichen wollen. Wir wollen einen Wert kleiner 9 haben, aber damit wollen wir Punkte fürs Spiel insgesamt machen. Und wenn man eine 6 fängt, die eigene oder von anderen Mitspielern, kriegt man solch einen Punkt sofort, also ein Punkt, der nicht hierzu zählt, sondern am Spielende, mit dem man gewinnen kann. Genau. Deswegen habe ich mir jetzt hier, da sind diese kleinen Marker zum Mitzählen, habe ich mir jetzt einen Punkt genommen. Oder hier die 1. So. Genau. Und es gibt noch eine kleine Besonderheit. Ich habe eine 4 gespielt und derjenige, der eine 4 spielt, wird Startspieler. Also du kommst gleich raus. Normalerweise würde ich rauskommen, weil ich den Stich gewonnen habe. Wegen der 4 ist es anders. Ich muss diese Karten jetzt vor mich auslegen, und zwar offen, sortiert nach Farbe, wobei ich eine Farbe, da muss ich die Karten so sortieren, dass die kleinere Zahl oben liegt. Und jetzt habe ich hier schon die in Summe 9 vor mir liegen. Das ist genau das, was ich nicht erreichen möchte. Da muss ich jetzt also ein bisschen aufpassen. Am besten sammle ich noch ein paar Stiche, damit ich unter 9 bleibe. So, und ich komme jetzt raus und ich komme jetzt wie folgt raus. Ich spiele mal diese Karte, eine grüne 7. Ich muss bedienen. Und Udo? Ich tue jetzt mal so, als könnte Udo nicht bedienen, um euch noch eine Regel zu zeigen. Udo hat jetzt kein Grün und spielt eine 7. Bei diesem Spiel ist es so, dass einfach die höchste Karte gewinnt, egal welche Farbe sie hat. Das heißt, außerdem gewinnt die zweite
gleich hohe Karte. In dem Fall gewinnt also Udo den Stich. Denn Udo hat eine 7 nach dieser 7 gespielt. Und das ist dann per Regel die beste Karte im Stich. Und Udo kriegt diese Punkte. Genau. Udo muss jetzt auch nicht sofort anfangen zu weinen, weil er da insgesamt schon 12 Punkte vor sich liegen hat. Eine 5 ist oben, eine 7 ist oben, das ist zusammen 12. Sondern das ist ja durchaus möglich, dass er im Laufe des Spiels noch eine kleinere Karte bekommt. Und dann ist alles gar nicht mehr so schlimm. Genau. Jetzt hätte Udo diesen Stich gemacht, da ist eine 6 drin. Udo bekommt also sofort einen Punkt, einen Siegpunkt. Und muss die 3 als neuen Stapel legen, hat jetzt aber seine 7 zu einer 1 gemacht. Weil der neue Stapel wird immer oben draufgelegt mit der kleinsten neuen Zahl zu oberst. Jetzt ist Udo bei insgesamt 9 Punkten. Das ist immer noch ein bisschen zu hoch, aber wir kommen der Sache so langsam näher. Ja. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. Je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt, sind auch nur eine bestimmte Anzahl von Farben. Wir haben jetzt zu viele Farben drin. Man hat pro Spieler eine Farbe im Spiel. Richtig. Jetzt, wir haben jetzt hier mit 5 Farben, ist aber egal, das zum ist, Zeigen. Genau. Also normalerweise hat man weniger Farben, so dass es auch wirklich realistisch ist, dass man diese Sachen erfüllen kann. Genau. Am Ende einer Runde gucken wir halt einfach, wer hat wie viele Punkte. Mal angenommen, das würde jetzt so aussehen. Dann ist es so, dass Udo auf jeden Fall immer noch 9 hat. 9 ist zu viel. Muku hat viel zu viele. Der hat ja insgesamt 13 liegen und ich hätte 5. Das heißt, die Einzige, die nicht über die 9 gekommen ist, bin ich. Genau. Damit bin ich die Beste, also die mit den höchsten Punkten, aber nicht 9 oder mehr. Und dadurch, dass ich das beste Ergebnis hatte, bekäme ich 10 Punkte. Würde es jetzt so aussehen bei Mirko, hätten wir beide 5 Punkte. Und das wird tatsächlich dann nicht geteilt, sondern jeder von uns bekäme 10 Punkte. Würde das bei Udo jetzt aber so aussehen, dann hätte er 8 Punkte und wäre dann am dichtesten dran an der 9. Er bekommt 10 Siegpunkte. Würde 10 Siegpunkte bekommen. Und wir teilen bekommen. Es den zweiten Platz. Genau, und würden jeder 6 Punkte bekommen. Genau, also man möchte also möglichst nah dran an der 9, an die 9 von unten, aber ja, sonst ist man völlig raus. Richtig. Und der Witz ist, dass die anderen Runden andere Bedingungen haben. Hier zum Beispiel möchtest du größer sein als 5, denn 5 oder niedriger, dann bist du raus. Mhm. Aber natürlich wieder möglichst nah an die 5, also perfekte Punktzahl am Ende wäre 6, damit du hier die maximalen Siegpunkte mitnimmst. Die dritte Karte im Spiel ist 12 oder mehr, ist pfuibar. Also ähnlich wie die 9, nicht ganz so kritisch. Also die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Was ich krass finde, ist, dass sich das auch je nach Spieleranzahl komplett unterschiedlich anfühlt. Naja. Zu dritt ist es natürlich was ganz anderes, Punkte zusammen, als zu fünf. Und ich finde es auch richtig krass, dass du dir nie sicher sein kannst in diesem ganzen Spiel. Also weil du ja immer noch Stiche kriegen kannst, selbst wenn du die Farbe nicht mehr hast und nicht mehr bedienen kannst, kommst halt wirklich drauf du an. Du darfst die Hohen nicht zu lange rauszögern. Ja, also es ist richtig, richtig krass. Also es ist super, na klar, also unberechenbar ist es nicht, aber es ist schon kribbelig bis zum Ende und das macht dieses Spiel sehr besonders tatsächlich. Ja. Ich finde die Möglichkeit schön, dass man halt wirklich die Siegpunkte, die wichtig sind, auch während der laufenden Runde schon bekommt durch diese 6. Ja. Das ist immer ein spannender Moment, wenn eine 6 in der Mitte liegt. Und dann so, oh, nehme ich mir den Stich, aber dann wird mein Wert zu hoch und ich gehe vielleicht leer aus. Genau. Aber das wäre schon ein fixer Punkt und so. Ja. Das ist schon ein cooler Moment. Ihr seht vielleicht schon hier, wir haben noch mehr von diesen Wertungskarten. Es gibt nämlich die Möglichkeit, das noch ein bisschen aufzupeppen. Da kann man nämlich dann werten, indem man nicht Punkte verteilt anhand einer Positionierung unterhalb des gewünschten Wertes, sondern einfach die Punkte, die man gemacht hat, zählen. Ich darf hier nicht über 10 Punkte kommen und kriege dann an Punkten aber einfach die Summe der Werte, die ich habe. Das heißt, eventuell gehen wir gleich daher mit nur jeweils 3 Punkten. Und bei dieser Karte gibt es manche Farben, die negativ da rein zählen. Das ist so schlimm, dass du eventuell sogar Punkte abgeben musst, wenn es zur Wertung kommt von deinen Siegpunkten. Ja. Also wir sind sehr begeistert, haben das jetzt auch schon sehr, sehr vielen Leuten gezeigt.
Menschen, die häufig Stichspiele spielen, Menschen, die wenig Stichspielerfahrung haben. Es waren eigentlich alle immer sehr angefixt von diesem Konzept. Man muss sich das ein bisschen reindenken, gerade mit der Geschichte, dass eben die höchste Zahl den Stich nach Hause bringt, unabhängig davon, welche Farbe ausgespielt wurde. Und eben, dass immer obendrauf gelegt wird. Ne? Also wenn du halt... Kennt man, glaube ich, auch noch aus ein paar anderen Stichspielen. Genau, das ist jetzt schon was, was wir woanders gesehen haben, aber in dieser Kombination ist es nochmal großartig. Und diese Vorgaben, was man pro Runde dann erreichen darf, machen es besonders knifflig. Und dann guckst du halt auch so ein bisschen, ob du dem Gegner dann vielleicht einfach einen verpoolen kannst, indem du ihm dann noch eine zusätzliche Farbe reinschmeißt, die er noch gar nicht hat. Und eigentlich war er schon so dicht dran, dass er kurz davor war, mit 8 Punkten halt das beste Ergebnis zu haben, also den ersten Platz zu machen. Und dann so, ja komm, ich gebe dir noch eine rote 3, rote hast du noch nicht. Und ja, dann so, das ist ein netter Faktor, dass halt so schon unberechenbar ist. Ja. So, bei anderen Spielen, wo es Trumpfarben oder so gibt, weißt du, ja, das war's, die kriege ich alle. Oder das war's, die kriege ich nicht mehr. Aber es ist echt nicht so einfach. Ja. Was ich noch sagen will, das haben wir nämlich vergessen, glaube ich, wer die rote 8 hat, fängt an. Ach so, ja. Den Anfang einer Runde und dann natürlich immer, genau, wer den Stich gewinnt oder die 4 gespielt hat. Und was natürlich auch noch dazu kommt, also in dem, was wir jetzt hier haben, beziehungsweise die europäischen Varianten haben alle nur die spanischen Regeln drin. Die asiatischen Varianten haben, ich glaube, chinesische und englische Regeln drin. Die englischen Regeln gibt es ohne Probleme bei BoardGameGeek. Und Luca hat mir gerade erzählt, dass er auch die deutschen gefunden hat. Ja. Soweit war ich noch. Also muss ich irgendwie falsch geguckt haben. Ein paar Felder unter dem englischen Regel gibt es auch die deutschen Regeln offiziell. Da muss ich da nochmal gucken. Ja. Also im Internet findet man die Regeln auch in einer Sprache. Und ich habe dann halt einfach, also ich habe jetzt tatsächlich, weil ich die Deutschen noch nicht gefunden habe, habe die Englischen einfach ausgedruckt. Die sind auch wirklich übersichtlich. Also so viel ist das nicht. Das muss ja auch in diese kleine Box passen. Ja, das stimmt. Also schönes Stichspiel für 3 bis 5 Spieler und funktioniert in allen Konstellationen sehr gut. Ja. Und es spielt sich jedes Mal anders. Das ist spannend. Ja. Also immer mal mit allen Konstellationen auch ausprobieren. Also absolute Empfehlung von uns. Viel Spaß mit Tönntonnen.